So, da sind wir beim nächsten Gameplay. Das Death and Hawks gegen das WW-Pal. Warum heißt das WW-Pal, WW-Pal? Weil es im Westerwald erschaffen wurde. Erschaffen. Erschaffen. Mir fiel gerade kein besseres Wort auf Anhieb ein. Ja, ist, glaube ich, ein Manu Pyromancer, wird es, glaube ich, im Modern genannt. Manu Pyromancer, ja, das kommt hin. Und ja, das ist schon ein ganz cooles Deck. Und irgendwie haben dann sich 2-3 Leute gedacht, so hey, wir bauen das mal auf Legacy um. Und das ist dabei rausgekommen. Ist aktuell jetzt nicht so das beste Deck, aber ist auch nicht unbedingt das schlechteste. Und oh, guter Start. Erstmal Squadron Hawk spielen. Ja, die kann man immer gebrauchen, die netten Vögelchen. Ja. Ansonsten auf der anderen Seite, das Death and Hawks ist eben eine Death and Texas Version, die sehr viel straighter, sehr viel Beatdown-lastiger ist. Und ja, mal sehen, was dabei rumkommen kann. Ich vermute, hier kommt jetzt ein Young Pyromancer. Erstmal ein Fetch. Ja, Basics. Auf jeden Fall Basics. Ja, okay, das ist auch. Ja, Pyromancer. Gut. Ansonsten, ja, man sieht, das Setup ist ein bisschen besser geworden. Gott sei Dank. Die Leute haben sich auch ein bisschen an die Würfe gehalten. Und nochmal an der Stelle vielen Dank für Schräg, dass wir bei ihnen aufnehmen durften. Ja, da kommt noch ein Hawk, da kommt ein Swords to Plowshares. Das tut weh, das Swords to Plowshares. Ja, gerade auf dem Pyromancer. Aber irgendwie noch ein Bolt im Backup, dass man noch einen Token mitnehmen könnte oder so. Ja, aber das hätte man wirklich, glaube ich, später spielen müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und auch der letzte Hawk. Ja. Gerade eben nur zwei gesucht. Da man ja, sonst war die Hand war halt voll. Genau, ne? Weil die Hand voll war, tatsächlich. Ich will ja nichts discarden. Ja. Cooler ganz Command. Wahrscheinlich. Discard und Peng, ja. Ja, Discard, Peng ein. Genau, den Enttappen. Macht mehr Sinn. Und da kommt, die Force of Virtue. Kann man spielen. Wie ein Flash. Das ist super stark an der. Ja, die mit der Karte ist das Deck ja gekommen. Hier ist ein Brimas. Also jetzt Brimas ein 4-5er, der 2-2er Wachsamkeit da mitbringt. Und das ist auf alle Fälle schnell jetzt von der Aggro-Schiene, die das Deck hat. Ja, vor allem Bolts sind halt jetzt relativ ausgeschaltet. Er muss mindestens 2 Bolts dafür benutzen, die finden. Ja. Fatal Push würden klappen, würden funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob die drin sind. Ich auch nicht. Aber oh, das ist doch Cling to Dust, ja, so gute Karte, gute neue Karte. Man sieht auch, der Gameplay ist jetzt nicht so alt im Vergleich. Wir wissen ja nicht, was hochgeladen wird. Doch, tatsächlich. Ich habe die Ankündigung gemacht, dass ich jetzt wöchentlich den Sonntags. Sehr schön. Diesen kompletten Monat, also das dürfte jetzt genau am letzten Sonntag diesen Monats rauskommen im März. Mhm. Und dementsprechend war dieser ganze Monat voll mit Gameplay. Und 2 Decktags. Ja, was sucht der denn eigentlich hier mit dem? Ist er nur in der Hand am Rumschaffeln und weiß nicht, was er tun soll? Oder? Wo sind wir denn jetzt gerade? Der hat ein Cling to Dust gespielt und das Schwert Swords to Plowshares exiled, eine Karte gezogen. Ja, und tut nichts. Okay. Okay, immerhin. So. Der Primas online. Ja. An dieser Stelle muss ich mal die Token erwähnen. Wunderschöne Tokens. Von wo sind die? Tokens vor mtg.com tatsächlich. Oh, okay. Das ist so meine Way-to-Go-Seite dafür. Die gibt es auch in Non-Foil, ne? Das hat sie mir erzählt, in Non-Foil, weil ich bin genau, ja kein Freund von Glitzerkarten. Genau. Genau. Und tatsächlich auch nicht nur in diesem Anime-Stil. Oh, ein Bolt of Titalia, sehr gut. Und tatsächlich nicht nur in diesem Anime-Stil, sondern auch in vielen anderen Stilen. Zum Beispiel Katz. Ja, die Talia musste weg, aber ich glaube, das war auch eher nur so ein Verzweiflungs-Bolt. In der nächsten Runde sind es 2, 4, 8, 10. Schickt. Ja, ja. Und Lingering Souls kauft jetzt noch ein bisschen Zeit. Kauft, ja, aber auch nicht so viel, denke ich. Oh. Da ist er gegen die Kamera am Prügeln. Ja, ich habe ja auch mal da gesessen. Das war ein bisschen eng. Gut, ich habe natürlich jetzt auch die Token werden jetzt Kreuz gesetzt wie ein Schrank. Ah ja, doch, die wurden ersetzt. Genau, die Token wurden ersetzt. Genau. Das sollte jetzt meine wunderschöne Hand ins Bild kommen. Ja, wunderschön. Ja, warum ich auch auf die Token gehe, ist für mich ganz einfach. Das ist tatsächlich, bin ich mit denen auch im Gespräch wegen Sponsoring. Und sobald ich da was Neues zu habe, sollte ich einen Code kriegen, damit Leute, die diesen Code benutzen,
noch zusätzliche Token kriegen. Ja. Und den Channel Limit supporten. Aber den Code habe ich noch nicht. Dementsprechend wollte ich aber trotzdem schon mal die Token ein bisschen angewöhnen. Die Non-Foil wären gerade für die Aufnahmen wesentlich besser. Aber man sieht es vielleicht. Ich bin so ein kleiner Foil-Buddy. Okay. Boah. Das sind 6 Damage. Das ist ein 5. 5-6 Primas. Das war's. 3-3 Hawks. Ich wüsste nicht, was das Deck tun. Nee, auch kein Boardwipe drin. Nee. Selbst Flashback Lingon Souls bringt wenig. Das soll es gewesen sein für die Runde 1. Ja. Guck mal, ein Key Command auf der Hand, das hilft auch nicht weiter. Nee. Na, Pyromancer, Bedlam into irgendwas. Aber selbst das ist auch zu wenig. Nö. Ich wüsste nicht, was das Deck noch tun kann. Zu wenig Mana für. Ja. Da hat er nur 3. 4 Karten. Für. Nee, das schickt nicht. Aber er macht noch was. Ja, Cola Guns Command. Discard 2 Damage ins Gesicht. Was für ein Oko? Die guten Oko-Tokens. Ja. Die es nicht gibt, immer noch nicht, was ich sehr schade finde. Okay, dann ja. Auf die Handkarten. Ja, genau, ist eine Last Hope, die macht gar nichts. Oh, die ist so gut gegen Death and Taxes und Death and Hawks ist sie so egal wegen der Verzauberung. Ja, es ist generell, also vieles, das Death and Hawks ist ja gegen vieles nicht so anfällig wie das Death and Taxes. Auch die Plague Engineers sind dem Deck relativ egal. Ja, außer es kommt dann irgendwann der zweite. Ja, also ich hatte, aber dafür hast du halt so viele verschiedene Kreaturentypen. Ja. Erinnere mich an das eine Friday Night Magic, wo ich gegen 4 Color Loam im Finale stand und einfach 2 Plague Engineers auf Vogel liegen waren und er trotzdem verloren hatte. Es war gut, es war wunderschön. Ja, auf der anderen Seite mit WWPal. WWPal wird jetzt wahrscheinlich aus dem Sideboard Containment Priest oder sowas mit reinbringen. Bisschen mehr weiß, aber ich wüsste gar nicht, was das Deck großartig machen kann. Mir wüsste jetzt auch, also ich glaube, es sind da Plague Engineers drin. Plague Engineers sollten im Sideboard sein. Mit. Klar, ist eine gute Karte, wenn er sollten im Sideboard sein. Du da hast da Karakas. Jetzt mehr dran rumgebaut wie. Da ist ein Karakas, man sieht einen Karakas. Karakas ist gut, glaube ich. Gerade gegen die Version, die Primas. Ich mit dem Death and Hawks habe. Trifft man eine Menge. Ja, auch diese neue, die Taranika. Die habe ich noch nicht gesehen. Ist wunderschön. 3-Mana, 3-3, Wachsamkeit. Macht ach, die, Kira. Ja, okay. Nee, ist die, glaub ich, Taranika heißt die, glaube ich. Ich bin nicht sicher, wenn das nicht stimmt, berichte ich mich mal bitte in den Kommentaren. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, Freunde, wie jetzt. Diese Karte. Nee. Jetzt wäre schwierig, weil das Video noch nicht hochgeladen ist. Ach, sind ja gar nicht live. Ach, Zufall. So, auf der einen Seite hatten wir einen echt herben Discard von einem Faithless Looting. Was war, sind das zwei Bedlam Revenant? Nee. Das sind Bedlam und Lily, wenn ich es richtig gesehen hatte. Das könnte Lily sein, ja. Also Bedlam war es, das habe ich gesehen gehabt, die zweite habe ich noch nicht gesehen. Okay, Weil und Port. Ja, einfach mal das Schwarz weggenommen. Das Karakas mit Weiß, wahrscheinlich der Pyro. Sehr cool. Cradlemaker eine sehr, sehr gute Karte, gegen Death and Taxes reinzunehmen. Auch gegen Death and Hawks. Zerstört die Weil, ne? Und die Ausrüstung. Und räumt kleine nervige Kreaturen ab, die im Weg stehen. So, hier, okay. Wird nichts gemacht. Na gut. Mit dem Mana Floaten hätte man das hoch Ding auf 2. Ne, mit dem Mana Floaten hätte man das Ding zerstören können. Aber da wird erstmal für 2 reingeschwungen. Ja, die Glocke ist real. Ich habe einen Hawk gesehen. Ja, den wollte ich gerade sagen, sehe ich auch. Der kommt wahrscheinlich jetzt gleich einfach dran. Ohne Talia. Aber Talia ist natürlich richtig schlecht mit dem Karakas. Ja. Jetzt gerade. Ja, da wird dann jetzt. Ja, und dann kommen die Hawks. Ein Hawk ins Spiel gebracht. Ja, genau. Man benutzt das Weiße, nicht das Rote. Weil für Weiß, für ein Weißes hat das Deck nichts drin, soweit ich weiß. Keine Swords. Hat es nicht. Ich hatte ja auch den Tag noch gegen Steffen gespielt gehabt. Ja, das Video kommt auch noch. Das geht auch ein bisschen länger. Ja. Minimal. Ja, ansonsten auch wieder hier nur 2 Hawks rausgesucht. Handvoll wieder. Entweder handvoll oder tatsächlich schon einen auf der Hand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, einen auf der Hand, weil er geht ja jetzt in seinen Zug und hat noch Zeit runterzuspielen. Ja, stimmt. Also deswegen. Der wird auf der Hand sein, ja.
Gut. Ja. Da ist ein Hawk. Da ist ein Hawk. Da ist ein Hawk. Beat für zwei. Habe ich da Gaga gehört? Du hast da einen Gaga gehört, ja. Einfach mal dem Gegner ein bisschen Gaga ins Gesicht legen. So, für drei wahrscheinlich Cola Guns. Cola Guns. Troy Discard, 6 Handkarten, wenn ich es richtig gezählt habe, ja, jetzt, oder? 5, glaube ich. 5, ja, trotzdem. Das ist viel für einen Dessen Decks, also Dessen Hawks in dem Fall. Du legst ja sehr viel Wert darauf, dass es auch richtig benannt wird. Ja, bitte. Ja, Cola Guns, 2 Damage, Discard. Ja, da ist ja der vierte Hawk in der Hand. Ja, der fliegt jetzt gleich in den Force, oder? Die Talia geht. Ja, aber wieder bei dem Karakas ist da. Und bei dem Karakas. Ja. Ist das nicht so gut? Dem könnte man überlegen, ob man die Force hier auch hardcastet. Könnte man, hat er nicht gemacht. Nee, hat er nicht gemacht. Denken ist nicht so seine Stärke. Ja, war spät. Ja, für drei Mann jetzt der Primas oder was? Wahrscheinlich. Oh, nee, Sword. Ja gut, jetzt nachdem die ganzen Artefakt-Removal schon weg sind, kann man das schon mal machen. Gut. Ja. Ja, muss er jetzt. Ja, so langsam. Jetzt beide. Eine Flicker-Wisp. Zwei Handkarten. Da ist eine Flicker-Wisp und ein Primas. Tatsächlich gehe ich davon aus, dass der Sword of Fire and Ice. Du Bait. Ah, der Primas ist auch legendär. Ja, ja. Oh, wow. Das war ein guter Trade. Das war ein richtig guter Trade. Und, das war das wievielte Kikoman? Das zweite. Wow. Ja, zweite. Da war ein Wasteland. Da ist ja, der Primas. Wow. Mit Karakas Backup auf der eigenen Seite. Das war ein guter Top-Deck. Ja, es war jetzt ein schönes Hin und Her gerade, muss man wirklich sagen. Ja. Aber das dürfte jetzt nicht mehr einholbar sein, dann wieder. Das ist so grausam. Ja, weil das WW-Pile den Primas nicht gehandelt kriegt. Selbst ja. Der Black Engineer ist zu klein. Nee, der Primas Black Engineer immer noch vier hin. Hat Death Touch. Gut, das stimmt. Und ich gehe mal davon aus, er wird Katze sagen. Ja, ja, ja. Aber das zeigt zum Beispiel, wie schön einfach diese Kreaturenvielfalt ist. Okay, geht. Inquisition, ja, geht die. Das ist eine Pithing Needle? Jo. Die ist gebordet für was? Okay, okay. Ja klar, mit dem Karakas. Ja. Block, Block, Bounce, neu ausspielen. Zwei ins Gesicht drücken. Die Needle gehe ich mir davon aus, dass die gerade gegen sowas wie Karakas ist. Hm? Eins ins Gesicht, weil. Eins ins Gesicht, genau. Ja, weil klar, für die Karakas. Und halt für die kleinen Lilies. Die Lilies auch noch drin, da ja. Kommt der Ball raus. Inquisition. Ja, Inquisition, da geht die Needle. Das ist jetzt. Das ist in meinem Top-Deck-War. Ja, aktuell auch ziemlich gut dann jetzt. Aber auf beiden Seiten eigentlich ganz nett. Ja, da sind Elemental-Token, weil ich die Elemental-Token in dem Tag nicht dabei hatte. Auch das natürlich schöne Elemental-Token, aber ich bevorzuge meine. Mhm. Das sind die Arcade-Post-Tokens, ne? Mm, ich ja. Glaube, es sind die Arcade-Post, ja. Das war nicht meine Hand. Nee, aber es ist ein Iganiu-Castle. Wow! Das ist gut. Iganiu-Castle ist richtig gut, einfach nur, weil er mit Death-Touch nichts mehr machen kann, weil du findest, die nächsten 2 Schadenspunkte zugefügt werden. Ja. Und damit verhinderst du sogar den Death-Touch, ja, weil es wird keinen Schaden zugefügt. Du musst Schaden zufügen. Wieso hast du denn die besten Top-Decks des Jahrtausends? Wer wühlt denn da? Digga, das ist der Freddy, oder? Ich glaube, das ist Frederik, die Wurstfinger. Die erkennt man. Ja, da geht da ein Token hin. Da wird nicht mal die Katze geblockt. Oh, die sind 2 Damage, ne? Ja, aber einen kann man ja immer noch blocken. Das macht keinen. Warum sollte man mit dem Black Engineer? Es macht keinen Sinn mit dem Black Engineer. Ja. Nicht zu blocken. Ich glaube. Ah, Steffen, das war nicht legit. Da war's. Ja, Upkeep wird geportet. Da ist die Kamera. Da wird ein bisschen an den Würfel gedreht. Ja, abgibt kommt der Port. Port auf eine der Schwarzquellen, damit die Lilianas nicht gespielt werden können. Top-Decken kann das Deck eigentlich, das WW-Pile, ne? Ja, plus er hat noch einen Faithless im Friedhof, wenn ich es. Ja, ja, das holt greift jetzt er jetzt auch nach, kommt jetzt auch wieder ein Token. Zwischen den Mountain. Und das andere habe ich gar nicht mehr richtig gesehen. Ein Kroxa wäre jetzt auch richtig gut. Kroxa wäre gut. Ein Bethlehem wäre auch okay. Der Bethlehem ist groß auch, genug. Ja, ja. Ne? Und mittlerweile kann er auch hart gecastet werden. Ne? Ja. Und hier für 3 kommt Councils. Okay. Tschüss, Black Engineer.
Ja, da geht der Plague Engineer. Da sind die Katzen wieder auf 2-2, das ist halt jetzt gefährlich. Jetzt wird's wieder schwierig, ja. Ja. Ja, ich wusste nicht mehr, dass die 1-1 waren. Ja, drei Katzen. Block den Bremer. Kein 3-3-Elch, nur drei Katzen. Das macht leider auch meine. Was sind 3-2-2-Katzen, das ist schon ziemlich. Ich habe Elch gehört. Ja. Lang keine Elche mehr gesehen. Nee, lang keine Elche mehr gesehen. 7 Lebenspunkte, das ist nicht viel, das ist nicht genug. Jetzt, die kommt ein Zug zu spät. Die hätte mit dem Black Engineer noch ein bisschen was machen können. Aber so, was will sie großartig machen? Den Primas leicht runter. Minusen für Land finden, für Badland. Pyro sagt Instant or Sorcery. Genau, genau, deshalb passiert da nichts. Ja. Und da wird abgepickt, da passiert nichts mehr. 2-0 für Deathnhawks. Das war echt nicht mehr schön, ey. Das und ja. Verdient, auf alle Fälle hat man. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Euer Blacksee. Ciao, ciao.